Hallo Hamburg, hallo Hamburg und angeschlossene Sender, bitte schneiden, bitte schneiden. Herzlich willkommen in den goldenen Fernsehjahren, dein Kanal für die gute alte Zeit. Na, das kann ja ein nettes Programm werden. Da guckt sich doch einer den kreativen Buttermann an. Ja, einige nennen ihn den ewig Gestrigen. Er kann nur durch die rosarote Retrobrille schauen. Nee. Genießt das Beste aus den letzten 70 Jahren. Frank Buttermann! Hier ist Frank Buttermann! So, da sind wir wieder bei den goldenen Fernsehjahren. Und wir, das sind der Frank. Hallo? Kuckuck. Und ich, der Alex, und ich weiß halt gar nicht, was wir angucken. Ja, genau, das ist so, kennt man vielleicht früher noch aus der Kindheit, es wird das geguckt, was die Eltern gucken. Und man hat sich halt dazugesetzt und hat sich überrascht, das ist, was die Eltern... Die goldenen Fernseher. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war oder ob du als Kind schon Mitspracherecht im Abendprogramm hattest oder dich einfach nur dazusetzen konntest. Ja, weil wir waren ja eine Showfamilie da und das hat mich als Kind schon immer interessiert, deswegen gab es da gar keine so großen Diskussionen. Okay, aber unterhalb der Woche waren ja die Shows eher rar gesät, ne? Das war der Donnerstag und der Samstag in der Regel und vielleicht ja, manchmal genau, der Sonntag. Aber das spielt jetzt so keine Rolle, weil so und unterm Tag, da gab es dann da mal die Kinderstunde, ne? was ein Begriff, den viele nicht mehr kennen, die Kinderstunde. Oder dann, wir waren verkabelt, Tele 5, Bim Bambino, dann Ende der 80er, also okay. Wir waren versorgt, also wir konnten uns da durchaus einigen. Sehr schön. Wie gesagt, Alex weiß nicht, was wir schauen, aber wir lassen uns überraschen und wechseln jetzt erstmal in die andere Sichtweise. Und lass dich einfach mal überraschen, genieße das Intro und schau, was dich erwartet. Heute bei Das ist Liebe. Ich bin für dich ständig irgendwo unterwegs. Auch wenn ich sie zum Beispiel zum Baumarkt schicke oder was. Dann stehst du noch so da und rüttelst noch an die Tür und sagst, ja, zu ist. Da kriegst du so eine Schwelle. Das ist ja Tommy Eigner. Wenn du träumst, nur zu zweit und genießt jede. Das ist Liebe. Ich kenne das nicht. Welcher Sender ist denn das? ZDF. ZDF. Da war Tommy Eigner nach Tele 5 ja beim ZDF ein paar Jahre. Das ist Liebe. Das ist aber ein schöner Vorspann. Unsere das Bild schaut ein bisschen aus. Hör mal wie, kurz zu, damit wir die Kandidaten kennenlernen. Sohn Yannick hält die beiden seit 2 Jahren auf Trab. Wie alle Ehepaare haben auch Jeanette und Volker genügend Anlässe, sich über den anderen aufzuregen. Bei uns im Studio werden die beiden über das diskutieren, was in ihrer Ehe auf die Palme bringt. Hier ist Jeanette, die ihre Schwiegermutter Ingelore zur Unterstützung mitgebracht hat. Die Schwiegermutter. Volker, dessen Freund Wolfgang sich für ihn einsetzen wird. Unser Publikum wird entscheiden, wer die besseren Argumente hat. Das hört sich ja mal nach einer Scheißsendung an. Und man muss ja sagen, da merkt man, dass RTL und Sat.1 schon mitten im Reality waren und auf Konfrontation auch. Und da wollte ZDF ein bisschen mitziehen. Und übrigens hat Tommy Eigner uns in der Fernsehschatztruhe erzählt, dass er diese Sendung nur gemacht hat, weil er seinen Computerclub im ZDF machen wollte. Und der ZDF-Programmchef hat gesagt, ich habe ein Format, bei dem ich der Meinung bin, das passt ganz gut für dir, das ist Liebe, das machst du mir eine Staffel lang und kriegst dafür die Kohle für deinen Computerclub. Grün im Bild schaut ein bisschen aus wie bei Geld oder Liebe. Hat euer Glück besiegelt. Was ist ein Tanksaugwagen? Also ein Tanksaugwagen, damit werden... Und es ist eine, man hat versucht, eine Mischung herzustellen zwischen Comedy-Elementen. Es sollte lustig sein, humorisch sein, aber es sollte natürlich auch ein bisschen Reibereien geben und so ein bisschen die Frotzeleien des Alltages. Was nervt mich, wenn er die Zahnpastatube offen lässt oder den Klodeckel dicht macht oder whatever. Das sollte so ein bisschen der Aufhänger sein. Ja, das regt mich auch mal auf, wenn meine Freundin Klodeckel zumacht. Adresse zugesteckt und wir hatten ausgemacht dann, dass wir eigentlich eine Woche drauf. Und jetzt werden erstmal so ein bisschen Argumente ausgetauscht, beziehungsweise die jeweilige Schwiegermutter oder Freund mischen sich dann da ein und dann gibt es verschiedene Runden und dann entscheidet das Publikum, wer von beiden hat die besseren Argumente gehabt und bekommt in der Runde die Punkte. Wenn es ums Bad geht, wird der Schlampe zum Meister Propper. Das stimmt. Volker ist der größte Schlampe. Was heißt das? Ich muss dazu sagen, Folge ist normalerweise gelernter Installateur und wir haben jetzt vor kurzem ein neues Bad bekommen. Es mussten dann Chromarmaturen sein, die ich jetzt mittlerweile putzen darf.
wenn sie nicht geputzt sind, dann kriegt er dann einen Anfall, ich kriege einen Anschiss. Ja, hat er recht. Das heißt, nicht geputzt. Die Krümmer tun schon auch scheiße. Aber es ist so ein bisschen typisch. Der eine Partner möchte, dass irgendwas angeschafft wird, aber der andere muss sich dann um die Pflege kümmern, oder? Wo man sagt, du wolltest das doch haben. Ja, aber das ist ja, dann merkt man das. Wann ist denn das gewesen? So Anfang der 90er, oder? Ja, ja. 95 wirkt es so ein bisschen. Ja, ich glaube 93, 94 so den Dreh. War bis 92, bis Anfang 92 war ja. Ja, aber so von der technischen Aufmachung ja, ja, genau. Mit Licht und so weiter, würde ich jetzt einmal so 93, 94. So. Und die Zuschauer haben übrigens ein Abstimmungsgerät, womit sie dann gleich sozusagen A oder B drücken können für den jeweiligen besten. Was mir jetzt schon mal sehr gut gefällt ist, und das ist auch wieder Tommy Eigner, das hat man bei Hop oder Top auch gesagt, einfach Tempo. Der hat es einfach drauf. Tempo und souverän, charmant, souverän und ja. Trotzdem Tempo, ja. Aber im Bad fängt sie dann an und schludert halt hinter den Armaturen. Aber es ist ja trotzdem charmant, es ist ja nicht böse. Bei RTL wäre es jetzt wieder böse gewesen irgendwie zu der Zeit, ne? Ja, da war, glaube ich, dieses Talkshow-Gehabe noch nicht so vorhanden. Ne? Ja, aber es gab ja schon der heiße Stuhl und sowas gab es ja schon. Und von einem Lappen oder was kann man mal hinter dieser Armatur auch mal lang. Das war die Zeit, wo Hugo Egon Balder den Splitterabend produziert hat, der nie ausgestrahlt wurde übrigens. Auch im Bad, diese Badmatten, wir haben drei so Badmatten da liegen. Das sind wie so Läufer, da sind so kleine Fransen dran. Ich stehe halt da drauf, ich kämme sie nicht unbedingt mit dem Kamm, aber dass halt diese Fäden also akkurat liegen, weil ich brauche das halt, ich weiß nicht warum. Müssen die gerade liegen oder seitlich? Oder nein, gerade langt eigentlich. Der innere Monk in ihr. Hast du auch sowas, dass du irgendwie sagst, es muss irgendwas immer am selben Platz liegen oder sonst wirst du wahnsinnig oder so? Nee, mich nervt nur, wenn Sachen umgeräumt werden. Ah, okay. Und du warst nicht derjenige, der sie umgeräumt hat. Ich räume selten was um. Also. Ah. Nein! Ich habe auch kein Problem damit, wenn was umgeräumt wird, sondern dann muss man es halt wissen, weil wenn man es dann braucht und sucht, ist auch doof. So, so. Ja, das ist natürlich schon eine Arschlochnummer. Ingelore. Ingelore, die Mutter vom Volker. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sich Tommy Eigner wohlfühlt. Doch, hat er. Hat er. Er hat das gemacht, erst weil er musste. Er hat dann mir aber auch erzählt, es gab sogar Folgen. Weil am Ende der Sendung, ich will jetzt nicht so viel spoilern, macht man sich aber gegenseitig nochmal eine Liebeserklärung, warum man eigentlich verheiratet ist. Und da gab es ein, zwei Paare, da hat er gesagt, da musste er sich ein Tränchen verdrücken. Also da hat er wirklich mit ihnen mitgefühlt. Und in der Nachbetrachtung ist er damit völlig fein mit der Sendung. Also ich habe das Gefühl, ich habe die Sendung echt nie gesehen, ne? Du hast gesagt, überleg das gut. 13 Folgen liefen, eine Staffel lang, um 19:30. Alle haben es gesagt, alle seine Freunde haben gesagt, überleg dir gut, ob du den heiraten willst. Gut, hier die nächste Behauptung, das lassen wir einfach jetzt so im Raum stehen. Vielleicht erfahren wir noch mehr. Und zwar, Volker sagt, Jeanettes Hirn ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Ich finde es lustig. Ja, oder? Und es ist so, das würde man jetzt erstmal gar nicht zum ZDF zuordnen, oder? So ein Format? Also zu der Zeit zumindest nicht. In dieser charmanten Hand. Da glaube ich, tut man dem ZDF unrecht. Also das ZDF hat ja schon einige Sachen immer mal vorgemacht. Und ich halte ja auch das ZDF für wesentlich innovativer als diesen ganzen Schuppen ARD. Also wenn bei ARD war denn halt, da kam dann halt Geld oder Liebe da, oder so. Ne? Also hier geht es ja schon durchaus ein bisschen auf Konfrontation. Auch wenn es charmant ist. Und, ja, aber Geld oder Liebe hat nur funktioniert, weil sie quasi Jürgen von der Lippe eh schon irgendwie hatten. Es war ja keine ARD-Erfindung. Es war am Ende war das die Jürgen von der Lippe Show, ne? Ja. Ja. Denkt an alles für sich, bringt alles mit. Nur das, was ich gesagt habe, was ich bitte mitbringen soll. Das kenne ich allerdings auch. Das ist auch so unwichtig. Wenn ich sage, bring mir doch vom Einkaufen mal bitte das und das mit oder das hätte ich heute Abend gern. Oder nicht. Das ist so egal, ob es aber ein Brot daheim, Wurst daheim und sein blödes Fleisch, was er jeden Abend auf dem Teller haben will. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Was ist das genau? Das ist, ja, ich bin aber auch so. Ne? Wenn meine Frau mir drei Sachen aufschreibt oder drei Sachen noch mitteilt, was ich vom Einkaufen mitbringen soll, dann vergesse ich vier davon. Okay. Die werden danke. Es gibt sowas wie Einkaufszettel oder eine WhatsApp-Gruppe oder wo man sowas. Nee, wir haben schon mittlerweile digitale Einkaufszettel. Okay. Also, sind sehr digital ausgestattet mittlerweile. Das passiert auch bei den Pommes.
passiert mal, aber das ist ja auch nicht immer. Ich finde das sehr hübsch, dass sich überhaupt Leute finden, die sich da im Fernsehen, also gerade zu der Zeit, austauschen über sowas. Ja, aber ich glaube gerade zu der Zeit, denn die 90er waren ja wirklich geprägt davon, dass man doch eigentlich, sag mal, so ein bisschen überspitzt wegen jedem Scheiß ins Fernsehen gegangen ist. Also da gab es doch keine große Hürde, Leute zu finden. Heute sähe das, glaube ich, schon wieder anders aus, oder? Nein, ich glaube, zu der Zeit schon noch. Also das waren ja eher die Talkshow-Zeiten mit Fliege und sowas, ne? Und also ein bisschen seriöser. Jetzt gibt es die erste Abstimmung. Normalerweise vergessen die Männer eigentlich den Hochzeitstag hier. Es ist umgekehrt. Gut, das war also jetzt hier der erste Schlagabtausch von unserem Pärchen. Mein Publikum, bitte greifen Sie zu Ihren Abstimmungsgeräten und geben Sie einen Tipp. Waren Ihre Argumente überzeugender oder waren Volkers Argumente überzeugender? Zwei Runden kommen noch. Übrigens, unser heutiges Goldi-Pärchen ist die Familie. Ah, das ist total süß. Ein Seniorenpärchen. 53 verheiratet. Hier, genau. Das müssen wir mal zuhören. Ich glaube, nach 2 oder 3 Monaten, da warst du mal beim Arzt gewesen. Da kam sie dann zurück und wir wohnten in einem Haus mit Fahrstuhl. Wir fuhren also den Fahrstuhl hoch und da sagte sie zu mir, was hast du eigentlich mit mir gemacht? Weißt du, was los ist? Und ich war ganz ahnungslos. Ich dachte, nee, was soll denn los sein? Nicht? Naja, und dann hat sie mir schamhaft erklärt, dass sie ein Kind erwartet. Und daraufhin habe ich dann gesagt, naja, dann heiraten wir halt, ne? Oh. Die gute alte Zeit. Ja. Naja, okay, das muss man aber auch sagen. So war es damals, ne? So, die Abstimmung, Runde 1. Der ersten Runde. Sie hat mir bereits über die kleinere Karte hätten sie nicht gefunden. 74% für Jeanette. Oh, schade, wird gar nicht angezeichnet mit so einer Tipp. Ja, wäre eine schöne Balkengrafik, natürlich schön gewesen, ne? Wir haben das zuerst noch nicht in alter Hitparaden-Manier. Ja, sowas habe ich geliebt als Kind. Oder Ted-Manier. Ja. Was ich vorhin meinte, ist, es war noch so, wenn es so Anfang, Mitte der 90er, so offen Privatleute, jetzt nicht in der Talkshow, sondern eben in so einer bewusst provokanten Show. Schon interessant zu sehen. Und Turnschuhe. Musst du was sagen? Da braucht man nichts sagen, das braucht man eigentlich nur in Großaufnahme, aber er hat ja immerhin ganz neue offensichtlich. Die ja, und die ja sollte er aber nicht anziehen. Warum? Weil die sind zu neu. Weil es fällt wirklich auf, weil die leuchten, das tut richtig weh. Weil sie zu neu sind. Jetzt nee, auch weil es Turnschuhe sind. Weil jetzt habe ich dir zuliebe, habe ich jetzt schon die neuen wenigstens angezogen. Jetzt passt jetzt auch nicht. Ja, hat er recht. Hat er recht. Habe ich das richtig gesehen oder ist ein Hosenstall offen? Ich meine, gerade beim Spiel. Du bist ja zur Hochzeit von deiner Mutter mit dem Anzug und hast Buffalo Boots drunter. Sieht das aus? Mittlerweile bist du ja auch schon auf dem Jeans-Trip. Ich meine, gut, heute mal nicht. Das Ganze ist ja 30 Jahre her. Meinst du, die schämen sich mittlerweile dafür oder kann man damit gut leben? Nö, da kann man auch, glaube ich, da kann man gut leben damit. Okay. Ich glaube auch, das war. Das sind wir wieder beim Thema Versenden. Ich glaube, die hätten nie damit gerechnet, dass es mal irgendjemand ausgraben würde. Ja. Da haben sie nicht mit mir gerechnet. Du weißt nur, dass du gut drin aussiehst. Und wenn ich dir dann was kaufe, kennst du es, weißt du es noch mit dem Schneehemd? Ah ja, das Schneehemd, gut. Das ist so eine total konservativ. Er wollte eine Daunenjacke haben. Heute sind die Daunenjacken so oder auch die Sweatshirts so unten kein Bund. Er wollte Bund und Reißverschluss. Ich habe die 90er waren allerdings auch das Jahrzehnt, wo ich viele Daunenjacken getragen habe. Gerade so in der Herbst-Winterzeit. Das war so, das hat mir gefallen. Aber halt ein Anorak. Hattet ihr zu Hause schon mal die Thematik, was so Klamotten angeht, dass deine Frau sagte, du trägst immer dasselbe oder das, was du trägst, geht doch mal mit der Zeit irgendwie oder gibt es da mal so den Wink, mal wieder shoppen zu gehen oder so? Ja, man muss aber dazu sagen, also wer mich kennt, weiß, dass ich Klamotten hauptsächlich zur Wärmedämmung trage. Also man sieht mich selten anders wie so jetzt. Ja. Okay, also ein Guido Maria Kretschmer ist an dir vorübergegangen. Der hätte die helle Freude an mir. Ja. Also, ich wollte eigentlich schon zur nächsten Behauptung, aber da muss ich natürlich wieder mal die Schwiegermutter und beziehungsweise die Mutter von Volker fragen. Sag, ich kann mich erinnern, ich habe ihm zur Hochzeit, zur standesamtlichen Heirat natürlich einen Sakko gekauft, einen wunderschönen roten, den er noch nie anhatte, der noch rotes so im Sacko. Schrank hängt. Hatte ich zu meiner Konfirmation. Hat er einen wenigstens an dem Tag an? Nein, auch nicht.
Da hat er eine Ausrede, es war zu heiß an dem Tag. Und zwar genauso rot wie dieses Gestänge hier. Sie haben ihm die Ausrede abgenommen. Ja, das soll wahrscheinlich so ein bisschen nach Arena aussehen, ne? So wie, oder? Ja, nee, aber käfigmäßig. Mein Konfirmationssakko, da ist Desimo dran schuld. Na. Ich wollte immer mit einem, ich wollte nie so einen dunklen Anzug haben, ich wollte immer irgendwie auffallen. Okay. Aber du hattest kein Konfetti in der Sakkotasche. War fast. So, wie man das sagt. Bitte freuen Sie sich jetzt. Na ja, gut, ich komme halt aus der Stadt und meine Frau, die kommt halt vom Land da, vom dicken Dorf. Und, was vom dicken Dorf? Da ist mir halt auch am Anfang gesagt worden, ich soll halt die Leute grüßen, die da auf der Straße sind, ja? Ja, gut, zu Recht. Ich bin durch das Ort gelaufen und sämtliche Leute gegrüßt. Sie, eine rote Birne neben mir gekriegt, sagt, nein, ausgerechnet diesen Mann darfst du nicht grüßen. Was soll ich da jetzt machen? Das Erzfeind von meinem Vater, den kannst du nicht grüßen. Das ist typisch Dörfler, oder? Das kenne ich ja auch. Ja, ja. Genau weiß, den darf ich nicht grüßen. Erzfeind von meinem Vater. Nee, er hat wirklich halt eingebläut kriegt, dass er, also auf dem Ort ist es halt so, man grüßt halt wirklich jeden. Nur jedes zweite Haus ist mit dem dritten Haus verfeindet. Das wusste er jetzt halt auch nicht gut. Ist das bei euch in der Nachbarschaft auch so? Auf dem Ort ist es ja auch, auf dem Ort ist es ja auch üblich, dass man zum Beispiel Samstag. Kennt man sich überhaupt? Mittlerweile kennt man ja die Nachbarn alle gar nicht mehr, oder? Also. Doch, doch. Ich habe nämlich zwei Jahre hintereinander Straßenfeste organisiert. Das ist dann wegen Corona aber dann nicht mehr gegangen. Und jetzt hat sich es aber dieses Jahr auch noch nicht ergeben, aber auch aus Zeitgründen. Aber das haben wir schon öfters gemacht. Ja. Okay. Also ich lege da großen Wert drauf. Wir sind ja überall zu sehen, auch in der Schweiz und in Österreich. Aber ich muss sagen, also die Sendung geht ja eine knappe halbe Stunde, ich glaube 28 Minuten. Aber für länger trägt das Konzept dann auch nicht, oder? Weil es passiert eigentlich nicht, es passiert ja nichts anderes als diese Konfrontationsrunden. Es gibt keine verschiedenen Runden, wo was anderes passiert, sondern der Aufhänger ist halt immer, ich werfe dir was vor und du reagierst ja, irgendwie. Aus dem Nähkästchen plaudern. Die in die Quere kommt, patsch, patsch, rechts, links. Ich hätte mir so ein paar Paarspiele noch gewünscht. Also ja. Also das wäre so mein erster Impuls. Und man sagt, Sicherheit im Haus wie funktionieren sie denn aber dann doch dann in der Zusammenarbeit als Ehepaar? Es muss nicht nachts die Tür aufstehen. Also, du musst natürlich die Redakteure hatten dementsprechend viel Arbeit, weil du natürlich recherchieren musst im Vorfeld. Welche Geschichten taugen was? Was haben sie für Geschichten? Das Auto in der Garage muss zugeschlossen. Und die Frage ist natürlich, wie weit kriegst du das hin, dass die sich als Paar nicht großartig vorher absprechen, sondern dass es doch einigermaßen spontan irgendwie wirkt? Wie kriegst du es hin, dass die Redakteure denen das nicht sagen? Ja. Also, so nach dem Herzblatt-Motto, wir haben sie vorher getrennt voneinander befragt. Das wird ja, also in der Zeit ging ja dann wirklich das ein bisschen los, dass da Redakteure mehr Einfluss noch hatten und dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass sie Geschichten absprechen. In diesem Dorf. Nein, nicht in diesem Dorf, in der Gegend. Okay. In diesem Dorf lebe ich seit gut einem Jahr. Ist das das erste Mal, dass ich zu Wort melde? Ja. Bei Volker und Janett im Haus. Und das mit der Sippenhaftung, das kann ich also nur unterstreichen, denn ich habe gerade vor gut einer Woche ein sehr gutes Beispiel erlebt. Der Fahrer eines Versandhauses klingelte bei mir. Er wollte nichts verkaufen. Er fragte mich, ob ich für Familie sowieso ein Päckchen annehmen würde. Ich sage, ich kenne die Leute nicht, tut mir leid, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, die hätten eine Benachrichtigung im Kasten und die würden sich dann bei mir melden. Und das waren ausgerechnet die Leute, die man nicht grüßen darf. Jetzt sind die aber zu uns auf den Hof gekommen. Es war mir echt unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein schlechtes... Aber gibt es denn im Umfeld so eine Partei, wo du sagst, mit denen reden wir gar nicht, weil da gibt es Unangenehmes oder so? Genau. Ja, das ist schon bei uns auch so. Okay. Aber das sind jetzt keine Erzfeinde. Nö. Man redet einfach nicht miteinander. Die waren auch nicht beim Straßenfest zum Beispiel. Die klammern sich halt extrem aus. Die kann auch keiner leiden. Also. Ich muss mal eben hier, sag mir mal, ob du trotzdem noch ordentlich hörst. Ich muss hier ein bisschen leiser machen, weil ich es bei mir so laut höre, dass ich dich nicht immer... Geht schon noch, ja. Okay. So, jetzt gibt es die zweite Abstimmungsrunde. Sind andere Frauen ja eigentlich immer tabu, oder? Nicht so bei Herrn Riebe, der ein perfektes Alibi hatte. Eine Linse. Wir haben früher, als wir noch eine große Wohnung hatten, haben wir nur noch eine kleine. Ach ja. Ja, erstens das und zweitens, ich habe gerne auch
andere Frauen fotografiert. Ach! Wir haben dann ein Spanner. Auch so kleine Feste gemacht, so mit Bekannten und so weiter. Da kam es natürlich vor, dass man auch mal mit einer anderen geflirtet hat. Oder nicht, geküsst. Oder so oh, geküsst wobei, ja, da kann ich klar auch was erzählen. Da ist natürlich dann, das ja, sind schon. Dann so Momente, wo man dann vielleicht ein bisschen eifersüchtig wird. Nicht? Umgekehrt natürlich auch. Wollte ich gerade sagen. Nein? Ich kenne das in der Tat auch von meinen Eltern noch, wenn Partys, Geburtstag und so weiter gefeiert wird, dass das kein großartiges Problem war, sich mal einen Bussi zu geben auf den Mund. Also jetzt nicht geknutscht, aber so Bruderschaft getrunken und so. Und als ich vor kurzem mit meiner Frau so alte Home-Videos angeschaut habe, wo wir das gesehen haben, das war für sie völlig fremd und hat gleich gesagt, oh Gott, meine Eltern, die hätten die größte Ehekrise gehabt. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie von Eltern oder Großeltern kennst, dass man da einfach in den 70er und 80er Jahren oder in den 90ern auch noch sehr viel legerer mit umgegangen ist irgendwie. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß nur, dass es jetzt bei uns auch nicht so unfassbar problematisch und zwar. Ja, also, ja genau. Ja. Das kommt auf die Situation an. Das stimmt, aber wenn du so eine Party hast und hast da so ein bisschen was getrunken und so weiter und dann machst du halt, trinkst halt Brüderschaft und so, dann, ja. Also ich, wie gesagt, könnte mir das für mich und auch meine Frau nicht vorstellen, so großartig, ne? Aber aus der Kindheit kenne ich es nicht anders. Also ich kenne das aus den Partys meiner Eltern und so weiter und den Freunden und Freundinnen. Aus politischem Grund ist es jetzt nicht sehr sinnvoll, dies weiter zu thematisieren und darauf einzugehen. Aus politischem Grund? Warum? Sich da nochmal näher zu äußern, wie man das finden würde. Verstehe ich jetzt nicht. Sag mal, was meinst du? Ja, aber weiß ja nicht, wenn den Podcast alles, oder die Ausgabe jetzt alles zieht, vielleicht hört meine Frau doch noch zu. Also, ja. Nein, ein Spaß. Alles gut. Übrigens finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, dieses Goldie-Paar, das ist für mich übrigens eins, wo ich sage, das ist nicht ein typisches Paar, was sich schnell ins Fernsehen setzen würde. Nee, aber ne? Erinnert mich ein kleines bisschen hier, wie sind die hier von TV Total? Ja. Manfred und, nee, Klaus und Ingrid oder so. Ingrid, ja. Ja. Ingrid und Klaus, ja, genau. Nur wobei es am Ende war mir das so sehr gescriptet, also wenn sie ständig eins aufs Maul gehauen hat, das war doch am Ende nicht mehr echt. Dass er das Gefühl gehabt, dass das alle 30 Sekunden passiert ist, irgendwie diese künstliche Aufgeregtheit, was am Anfang vielleicht noch echt war, glaube ich, wurde irgendwann forciert. Ich muss morgens Ordnung haben in der Wohnung, das weißt du. Sind das eigentlich die einzigen Kosten, die sie verursacht beim Autofahren? Nee, ja. Nein. Die von den Knollen ganz zu reden, ja. Zu schweigen. Kennst du das Thema Knöllchen im Hause Schindler? Ja, das natürlich. Also, das mehr du oder mehr sie? Ach, das ist ausgewogen. Das ist auch aus politischem Grund formuliert. Ja, entschuldigen Sie, Frau Schindler, ich wollte da nicht so in intime Bereiche vordringen. Das siehst du nicht, dann kriege ich merke nur irgendwann, dass der Spiegel auf der rechten Seite wackelt. Aber das gibt es hier in diesem Hause auch. Ich selber habe ja keinen Führerschein, aber die eine oder andere... Die Autoschäden verursache meistens ich. Okay. Das bin ich nie gewesen. Eher so anditschen irgendwo, einparken beim Einparken oder ausparken? Nee, oder? Aber das ist so, das passiert häufig unbewusst. Also das merken wir immer, wenn wir ein Leasing-Auto wieder zurückgeben oder sowas, ja. Okay. Und da kann ich es mir schon vorstellen, dass ich gewesen bin, aber die letzte Schramme tatsächlich definitiv nachgewiesenermaßen auf der Autobahn in der Baustelle zu nah an dem Betonabgrenzung. Ja, also das, okay. Reflektoren dran, da habe ich so einen Reflektor mitgenommen und das hat einen ganz schönen Kratzer reingehauen. Hast du sowas wie eine Rückfahrkamera und so einen Signalton, wenn du dich einem... Das ist beim Fahren nicht an. So, das gibt es beim Fahren nicht. Aber es war halt einfach, ach so, beim Fahren, einfach okay. Zu weit links, ja. Also okay. dann hat es mitgerissen. Das war... Aber ich muss echt sagen, also ich finde die Sendung lustig, aber schade tatsächlich, dass man nicht mehr draus gemacht hätte. Ja. Also, weil und das wird auch der Grund sein, warum die Quoten dann so schlecht waren, dass es die erste Staffel wurde gesendet mit 13 Folgen, aber es gab dann halt keine weiteren. Man flüssig ist es schön gemacht. Es ist auch technisch, finde ich, ganz gut gemacht, aber eben gerade nochmal dieses Element mit dem Ted, da wäre schön. Sie machen das ganz gut mit diesem Goldie-Paar.
Aber es hätte noch so ein, zwei, wenn man sich da ein bisschen an Flitteramt orientiert hätte, so dieses Ja-Nein mit den Schildern-Spiel, wo man Übereinstimmungen sammeln muss, was man von Hochzeiten ja auch kennt, oder na einfach so Dinge, die das Ganze aufgeläutet. Es ist halt relativ eintönig. Ja, oder ne? wenn man gesagt hätte, zum Beispiel durch die Abstimmung des Publikums sammeln dann entweder die Frau oder der Mann dann entsprechend Punkte, hätten dann einen kleinen Vorteil dann in einem Schlussspiel oder irgendwie sowas. Was der Teufel, irgendwie in diese Richtung. Aber ja, es ist nicht so ganz ausgereift irgendwie, ne? Ja, also da können sich dann 28 Minuten dann doch ganz schön ziehen. Ja. Aber mal so grundsätzlich, so also ein schönes Bühnenbild. Tommy Aigner macht das gut. Also ich muss jetzt auch zustimmen, jetzt hat er auch mehr Freude. Wirkt es auf mich so. Aber die Frage ist natürlich auch, ist das wirklich ein Primetime-Format? Eigentlich wäre das für mich jetzt auch so ein Nachmittagsding, was du um 15 Uhr mal senden kannst, oder? Also jetzt wirklich 19:30 oder 20 Uhr. Dafür ist es in der Tat, macht es zu wenig her inhaltlich jetzt, oder? Es bringt nur was, wenn... Also, welche Zielgruppe möchtest du erreichen? Möchtest du jetzt am Nachmittag diese klassische, weißt du, da werde ich jetzt gescholten oder kriege ich jetzt Schelte ab? Jetzt sagst du ASI-TV, oder? Nee, diese klassische Hausfrauen-Zeitspanne. Was es ja nicht mehr gibt, ne, sondern es gibt ja auch Hausmänner und verschiedenste soziale Modelle. Ist der Wahrheitsgehalt sein, Wolfgang, so wie Sie reagieren? Sie wollen nicht dazu sagen. Sie doch, ich habe weiter keinen Kontakt zu ihr. Ich mein, und was ja relativ selten war, oder es gibt es ja heute gar nicht mehr. Was er sagt. Haben wir nicht mehr gehört. Ja, also bitte. Ja, auf jeden Fall, wenn du sagst, dann nachmittags, dann, also es macht schon Sinn, dass du quasi beide Zielgruppen ansprichst, also die Männer und die Frauen, damit auch da zu Hause Diskussionen entstehen können, ne? Weil so wie wir das jetzt auch machen, das kennt ja irgendwie jeder von zu Hause irgendwo. Ja, das stimmt. Aber ist das so interessant, dass ich wirklich 13 Wochen lang immer wieder einen Einschaltimpuls habe, Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, ein Halbstundenformat ist auch völlig aus der Mode gekommen heutzutage, es gibt keine Halbstundenformate mehr. Ja, aber das ist aus Kostengründen. So. Das Problem ist insofern gelöst, weil immer dann, wenn sie zu spät nach Hause kommt, dann lässt sie wahrscheinlich gerade einen neuen Spiegel reparieren. Gut. An dieser Stelle, genügend gesagt, durchatmen. Ah, ich mag Tommy Aigner, also echt schade, dass dem ist echt ein Meister verloren gegangen. So, jetzt wird nochmal hier zusammengefasst, so ein bisschen wie Susi bei Herzblatt. An dieser Stelle, die Möglichkeit für unser Pärchen... Ach nee, jetzt kommt die Liebeserklärung. Ja, genau. Sich trotzdem lieben. Zuerst, Volker... Ach, sich trotzdem dieses... Machen wir mal zu. Ja, also trotz all diesen Kleinigkeiten, die da zusammenkommen und ich pfeife halt auf den Spiegel, aber ich lieb's trotzdem. Oh, was für ein Geschmiere. Das ist ganz so einfach. Also ich denke mal, es gibt keinen Mann auf der Welt, der seiner Frau beim letzten Hochzeitstag ein Schraubenzieherkassenset schenkt und beim nächsten schon überlegt, ob er mir einen Ratschenkasten schenken will. Ich liebe ihn halt auch trotzdem. Und eines Tages ist die Werkzeugkiste komplett. Oh, das ist jetzt eigentlich was ich fast peinlich finde. Ja. So, jetzt erfahren wir, wer gewinnt und vor allem welchen Preis es zu gewinnen gibt. Machen Sie jetzt Ihre persönlichen Tipps. In wenigen Sekunden wissen wir, wie unser Publikum hier abgestimmt hat. Ich bitte um Ihre Tipps jetzt. Drahtlos. Ich stelle noch geschwind eine Warnung vorweg. Es gibt bereits billige Kopien auf dem Schwarzmarkt. Keine Chance. Kaufen Sie sie bitte nicht. Die einzige echte, das ist liebe Brosche, gibt es nur hier bei uns. Stimmt. Die Hop oder Top Geldschirmklammer. So. Hier, guck mal. 58% für Jeanette. Bitte sehr. So. Ja, Conclusion. Achtung. In die zweiten Flitterwochen geschickt. Da könnt ihr auch euer Schraubenzieher-Set mitnehmen. Daniela, wo geht's denn hin? Liebe Jeanette, lieber Volker, Sie werden Ihre zweiten Flitterwochen im westlichen Mittelmeer verbringen. Hui, 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 was für ein schöner Einspieler. Im westlichen Mittelmeer. Ah, doch. Traumschiff MS Berlin genießen Sie 14 romantische Tage. Sie reisen von Genua über Casablanca und die Kanarischen Inseln nach Malaga an die Südsee. Das war aber doch ein richtig alter Film. Mit Filmstaub drauf. Der Hund bleibt zu Hause.
Ist halt das ZDF-Traumschiff. Wahrscheinlich hat man da Aufnahmen aus den 80ern genommen. Schöne Sendung. Also an und für sich ja, aber... Alles klar? Gut, Sie wissen, was ich bisschen Pep fehlt ihm jetzt, eben in Form von einem kleinen Spiel noch. Dann kommen Sie zu uns. Wir bringen das wieder in Ordnung. Wir sind die Beziehungsregenmacher. Adresse ZDF, was? Liebe 55 100 Mainz. Für kommende Woche haben wir allerdings schon wieder ein neues Pärchen. Da brauchen Sie sich jetzt nicht so zu beeilen. Das sollten Sie nicht verpassen. Also wir sehen uns vielleicht am kommenden Freitag. Ich wünsche ein schönes Wochenende und sage, lieben Sie wohl. Ah, also mehr oder weniger am Herzblattabend. Da, wo ja auch immer Herzblatt lief. Wobei ein bisschen später dann von der Uhrzeit her. Aber ja, zum Start ins Wochenende war es gedacht. Jetzt gucken wir mal auf das Jahr. Welches Jahr war das? München produziert. Das steht gar nicht da. Doch. Höher man die Hand hält, desto eher kommt der Vogel wieder zurück. Das finde ich sehr gut. Finde ich wunderbar. Ah, der Gerti. 95. Mhm. Ja. Ja. Wir wechseln mal kurz wieder ins Vollbild. Moment. Wir ziehen am Ende das große Resümee. Ja, Tommy Eigner hat uns gefallen. Wie immer charmant, wie schon behauptet der Top, dass wir uns angeschaut haben vor kurzem. Inhaltlich hätte man mehr machen können. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat irgendwie schnell ein Konzept irgendwie aufs Blatt Papier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein eingekauftes Konzept eingekauft. War. Eingekauft. Stand ja. Am Ende einer Idee von irgendwie, was der Teufel muss herkommen. Aber ja, dann aber ja noch schlimmer, dass das inhaltlich nicht mehr hergegeben hat. Ja, also ich sag mal, wie gesagt, ein paar Spiele, also ein, zwei Spiele hätten gereicht. Weißt du was, da hätten mir die Dalli-Dalli-Spiele von Andreas Türk gefallen. Ja, die wären da so, die hätten quasi da reingepasst irgendwo. Ja, das war dann quasi nicht zu ernst zu nehmen und da hat's, das waren ja auch immer so paar Spiele quasi, so Teamspiele. Und da hätte man dann mal gesehen, wie gut die zusammengepasst hätten. Und ich kenne das auch von meiner Frau. Wir hatten ja mal eine Zeit lang ein Auslandsjahr gemeinsam verbracht in Neuseeland und da auch mal im Hotel gearbeitet. Und das ist schon ulkig, wenn man dann feststellt, also zusammen, also beruflich zusammenarbeiten könnten wir nicht. Ne? Also wenn es dann um solche Geschichten geht, wer macht jetzt die Ansagen und so weiter, da... Also auch dieses 24-7 aufeinanderkleben wahrscheinlich dann jetzt auch, nee, oder? Das gar nicht, sondern wirklich das Berufliche. Also wenn du sagst, wir sind beruflich gesehen beides Alpha-Tiere und es muss sich halt bei einer Teamaufgabe einer als Capo anmelden dann. Ne? Und der ist dann derjenige, der dann auch die Ansagen macht. Und das wäre dann hier vielleicht nochmal ein schöner Kniff gewesen, wer sich dann quasi so als der, ich setze mir mal den Hut auf, Typ dann gewesen wäre von den beiden. Mhm. Und wie sich das dann, und das hätten die beide wahrscheinlich machen wollen, und dann, ne, wie entwickelt sich dann so ein Spiel daraus? Also das hätte gut gepasst. Jetzt sagen wir am Ende, ja, für 1995 nur eine gute halbe Stunde, ganz nett, aber dieses Konzept in 2023 würde, glaube ich, kein Mann am Ofen hervorlocken, oder? So jetzt. Es ist nicht, wenn man sich die Screenforce Days anschaut, ist es nicht ungewöhnlich, dass es sowas mal wieder geben sollte oder es geben wird, ja. Aber es würde, ich glaube nicht, dass es der Quotenbringer wäre. Was mir allerdings, fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, mit Screenforce Days und heutigen Shows, was mir positiv aufgefallen ist, es gibt keine großartigen Schnittbilder, es gibt keine eingespielten Appläuse, sondern es wirkt 1:1 echt. Also mir ist zumindest nichts aufgefallen. Nee, stimmt, aber das ist dann auch wieder dem hervorragenden Tommy Eigner zu verdanken, der halt aber auch gekonnt so eine Sendung live on tape durchführen kann. Ja, ja, also, aber am Ende musst du natürlich auch die Leute haben im Hintergrund, die Cutter und so weiter, die sagen, wir lassen, also es muss natürlich zeitlich passen, das heißt, klar, es heißt 28:30, also 28 Minuten 30 Sekunden, da muss die Sendung vorbei sein, da muss im Regelfall nicht geschnitten werden. Heute haben wir es ja teilweise so, Beispiel der Preis des Heiß mit Harry Weinfurt, da wird mit Absicht eine halbe Stunde länger produziert, damit man Material hat, womit man füllen oder halt auch rausschneiden kann. Und das ist doch schon. Ja, wäre aber bei einer Halbstundengeschichte wahrscheinlich auch nicht so drin, aber. Nee, aber. Das zeigt doch mal schön, wie Fernsehen eben früher mal gemacht worden ist, also wo man auch noch den Anspruch hatte, ich ziehe das jetzt live on tape durch. Mhm. Wie gesagt, wenn jetzt da nicht irgendwelche Versprecher drin sind und dazu brauchst du halt auch eben den halt einen Game Show Host oder nennt man es in Amerika,
Aber der Gastgeber hat die Aufgabe gekonnt, eben durch so eine Sendung zu führen. Und nicht eigentlich, und eigentlich weniger der Regisseur. Ne? Der Regisseur hat dafür zu sorgen, dass es gut ausschaut und dass es schön inszeniert ist. Aber der Host hat die Aufgabe da vorne, da gut durchs Programm zu führen und auch wirklich pünktlich zum Ende zu kommen. Das ist bei einer Fernsehshow nichts anderes wie bei einer geschäftlichen Präsentation. Das ist die Aufgabe vom Moderator da vorne. Mhm. Die Sache, da ist halt leider Tommy Aigner viel zu selten dann auch anschließend im Fernsehen auf. Also dem hätte man wirklich eine steilere Fernsehkarriere zutrauen können. Ich glaube, es hat das selber nicht gewollt, aber... Ja, er wollte aus dieser Show-Moderation wollte er raus. Schade, weil naja. Das hat er wirklich toll gemacht und auch jetzt hier wieder der Beweis, dass er das wirklich gut gekonnt hatte. Und er wäre durchaus zeitlich ja ähnlich in der Tradition von Leuten wie Michael Schanze gewesen. Jetzt nicht, was den Entertainment-Sing-Faktor angeht, aber so was Charme, Unterhaltung, Schwiegersohn-Typ. Also der war ja durchaus, das war ähnlichst. Ja, angelegt. Man muss sich ja mal überlegen, wo er herkam dann. Also aus der Tele5-Ecke eben in Deutschland. Ja, vorher schon beim ORF. Er hat vorher beim ORF ja schon was gemacht. Ja, genau. Aber ja, der Tele5-Ecke dann bekannt geworden. Genauso dann. Wie eben Werner Schulze-Erdl, der dann eben auch dann über Tele5 dann ruckzuck dann wirklich dem breiten Publikum bekannt wurde, dann natürlich was Familie. Und er hätte da der Nächste im Bunde werden können. Der hätte quasi auch so eine Art Werner Schulze-Erdl, Peter Bond, Frederik Meissner, Jörg Träger. Das sind ja alles so aus dieser Zeit die Kandidaten, die dann das Showfernsehen und das Gameshow-Fernsehen geprägt hatten. Hm. Und da hätte Tommy Aigner sich definitiv einreihen können. Jochen Bendel ist ja auch so ein Kandidat dafür. Mhm. Genau. Super. Es ist alles gesagt. Zu Das ist Liebe, 13 Folgen gab es dann. Von Woche zu Woche wurden die Quoten immer ein bisschen weniger. Man hat sich dafür entschieden, es nicht fortzuführen am Freitagabend. Und Tommy Aigner hat dann, wie gesagt, seine Computersendung bekommen und ist danach ja aber auch noch zu Vox gewechselt. Hatte bei Vox auch noch ein, zwei Sendungen gehabt nach der ZDF-Zeit. Und dann hat er sich ja auf seine Selbstständigkeit konzentriert, fokussiert, genau. Und hat ja unter anderem, wir haben es ja schon mal erwähnt, bei Hopp oder Top, sich unter anderem für die Abstimmungsgeschichten bei Big Brother ins Gespräch gebracht. Und hat auch die Homepage und so Webpräsenz für diesen damaligen Livestream. Das war wirklich eine Einzigartigkeit. Ja. Ist das ein Wort? Dass man dann über, heute ist es völlig normal, aber das war damals wirklich eine Innovation, so 98, da hatte man die Bandbreiten noch nicht für Internetübertragung. Er hatte dann wirklich eine Webseite aufgebaut, wo du dann jede einzelne Kamera im Haus hast ansteuern können und dann betrachten können live. Und das war schon ein Novum, muss man schon sagen. Und da hat er auch Tommy Aigner seine Finger ins Spiel. Und was ich auch weiß, ist, dass er mit auch zur damaligen Zeit sehr neu, mit irgendwie 7 HD-Kameras wunderschöne Flugstrecken gefilmt und produziert hat. Pilot Eye. Genau. Und da habe ich sogar eine mal gekauft, weil wir in der Verwandtschaft jemanden hatten, der sehr, sehr flugbegeistert, auch selber Hobbyflieger ist. Und der hat eben so eine DVD, nee, Blu-ray, DVD, ich weiß nicht mehr genau, Blu-ray, ja logisch, HD, bekommen, produziert von der Firma von Tommy Aigner. Ich möchte übrigens nochmal hier kurz ein bisschen Merchandise sagen, schau mal. Was Hopp oder Top? Oh, original verpackt. Original verpackt. Ja. Eine ganze Reihe von und auch, ich muss mal gucken, wo ich es hier liegen habe. Auch flach, das ist 5¼ Zoll Disketten. Ja, es ist hier für den IBM, ich habe auch, aber auch noch für die anderen Systeme. Habe ich natürlich jetzt nicht vorbereitet. Ja. Das hört man. Ja, ja. Ach, hier haben wir es. Warte. In Erinnerung. Oh, sehr schön. Oh, noch eine Original-Tele5-Karte. Genau. Hatte er die noch? Einen ganzen Stapel. Ich habe einen ganzen Stapel bekommen mit allen möglichen verschiedenen Unterschriften. Hier steht zum Beispiel drauf: Für Frank mit großem Dank, Tommy Aigner.